herzlich willkommen. Wir spielen heute. Du kannst mir doch nicht in die Anmoderation reinspringen. Also wir spielen heute Battlefield 4 und zwar Nunchar-Angriff. Na, wie ihr seht, wir werden mit reingeschmissen. Ich habe, glaube ich, ein bisschen zu spät die Taste gedrückt, wenn man es mal so genau nimmt. Ich dachte noch, das wäre einigermaßen safe. War eigentlich gerade noch dabei, nur die Flaggen hier anfangs einzunehmen. Bei denen es ja immer keinen richtigen Widerstand gibt. Insofern nehme ich dir mittlerweile ja gar nicht mehr mit in die Aufnahme rein, weil ich weiß nicht. Ich finde es immer cool, wenn es dann halt irgendwie mit geballter Action losgeht. So denke ich mir immer, das müsste ja so sein. Kommt eigentlich, glaube ich, dann ganz cool. So, da drüben seht ihr noch, da gibt es nämlich noch einen Punkt, der ist noch nicht eingenommen. Da werden wir mal ganz schnell hinstreizen. Ich hoffe wirklich inständig, dass es hier nicht mehr so läuft, dass die Leute hier nur am Snipen die ganze Zeit sind. Nämlich jetzt von hinter uns praktisch. Ach, Kacke. Das ist ja so das große Manko eigentlich auf der Map, wenn man es mal ganz genau nimmt. Hier gibt es echt einige, die dann sich dann immer oben auf den Berg stellen und dann, ja, ihr kennt das Spiel. Und wenn das halt zu viele wären, dann ist halt irgendwann doch ein bisschen lame. Und deswegen, ja, wo schießen wir hier hin? Wir haben auf jeden Fall noch die Punkte für den Punkt hier mitbekommen. Ja, haha, sehr schön. Haben wir so viel getan, aber egal, egal. Ich sag mal, Timing beim Spawnen ist auch eine wichtige Sache. Okay, der ist down. Na, sehr schön, dann versuchen wir es auch gleich wieder bei Emil. Rennen wir doch mal hin. Ist heute auch schon eine längere Session. Also wir spielen auf dem Oaks Clan Server. Mhm, mal wieder. Denn so wie es aussieht, haben sie es endgültig geschafft, doch wieder die 30 FPS durchzusetzen. Oh, der Kill ist da. Da ist er noch, da ist er. Ach, okay, auch gut. Hilfe als Kill kriegen wir immer noch, das ist auch in Ordnung. Ja, die haben es jetzt endgültig mit den 30 FPS wahrscheinlich verinnerlicht. Oh, hallo. Hallo. Sniper töte ich doch besonders gerne. Okay, schauen wir mal. Wir müssen den Punkt natürlich auch noch einnehmen. Das ist so ein bisschen bei dem Flaggenpunkt hier so ein kleiner Manko, dass man hier, finde ich, gefühlt nicht so richtig geil Deckung findet. Also das hier, wo ich bin, das ist auch schon so der einzige Punkt. Dafür ist der aber dann wiederum so prädestiniert, dass alle mal sofort auf hier nachschauen. Na? Hey, aber ich glaube es, wir machen es so einigermaßen. Das ist ja ganz herrlich. Alter, was geht denn da? Zack. Oh Gott, wir haben den Heli nicht getroffen, sondern den Typ, der davor stand. Jetzt haben wir einen mitgegeben. Den kriegen wir doch. Alter, wir müssen die S-Raw nachfahren. Komm schon. Schieß jetzt. Ja, sehr geil, sehr geil. Och, und da hat er uns gekillt. Aber ist in Ordnung. Wir haben ihren Heli kaputt gemacht. Alter, steht da auf einmal einfach nur so ein riesen Heli auf dem Dach. Ist klar, ist klar. Aber wir haben den, glaube ich, so einen kleinen Feinstrich durch gemacht. Oh, ein Kampfboot. Schnappen wir das mal. Können wir mal hier so einen Außenpunkt mit einnehmen. Ah, wir könnten den rechts natürlich auch anfahren, aber wir nehmen ihn mal links rum. Irgendwie der scheint mir immer noch so ein bisschen der zu sein, der am wenigsten beachtet wird. Insofern fange ich ganz gerne mal mit denen an. Weil wenn man die einnimmt, hat man da, finde ich, dann auch so die größte Wahrscheinlichkeit, ja, dass die halt nicht sofort wieder eingenommen werden, auch wenn da jetzt keiner von uns ist. Aber ich sehe gerade, ich verwechsel das mit einer anderen, ne? Ja, hier spawnt nämlich der Mini-Heli, deswegen gehen sie jetzt sehr wohl häufig hin. Da hinten? Nee, ich hab's gar nicht verwechselt. Ich meine den Punkt da hinten. Komm, den kriegen wir doch noch, raus. Ja, den haben wir. Sprengen wir mal ein bisschen über die Häuserwand weg. Komm, Wellen, schiebt uns nach oben, schiebt uns wieder nach oben. Und wir sprengen mal weiter die Wände weg. Da oben ist er. Komm, den haben wir. Ja, komm, kannst du mir gar nichts. Der Eintreffer, das ist voll in Ordnung. Wir nehmen die Flagge ganz geschmeidig ein. Nee, da ist noch einer. Und der drückt sie uns auch noch, ist aber auch noch voll okay. So schnell passiert da jetzt ja auch nichts. Wir dürfen uns auf Dauer ja eh auch wieder selber heilen. Und dann fahren wir mal eine Runde weiter. Komm, fahren. Ah, kriegen wir den? Da hinten gehen wir genau den Punkt, meine ich. Na, wir waren es nicht. Wir können ein bisschen Zoomer drauf schießen. Ja, der ist gut angeschossen. Vielleicht können wir den ja noch einigermaßen mit finishen. Getroffen. Ja, nee, jetzt scheint nicht so. Aber wir haben unser halbes Squad wieder vereint. Und dann fahren wir mal wieder hin. Weil hier gibt es einfach irgendwie kaum was richtig. Und insofern habe ich sehr häufig erlebt, auf jeden Fall, dass wenn man den Punkt einnimmt, dass man hier irgendwie nicht großartig was machen muss und der Punkt wird nicht mehr großartig mit zurück eingenommen, wie auch immer. Komm, dann fahren wir mal die Kurve. Alter, was wären wir jetzt hier angegangen? Aktiver Schutz ist draußen. Lass uns. Das wird, glaube ich, jetzt ein bisschen knapper. Wir können ja auch heilen. Wir heilen uns einfach mal ein bisschen selber. Habt ihr euch so gedacht, dass er uns einfach abschießt? Habt ihr euch so gedacht? Jetzt werden wir irgendwie unter das Boot getrieben. Was soll das? Ich will doch weiter heilen. Jetzt. Ach, da haben sie es gemacht. Schade. Aber gar kein so schlechter Einstieg insgesamt. Werden wir mal gucken. Komm, lass uns spawnen. Ich will dem nicht beim Fliegen zusehen. Das ist doch langweilig. Oh, guck mal da.
können wir von hinten nämlich an den Punkt ran. So mag ich das. Genau so mag ich das. Gehen wir nämlich hier hoch, weil genau das ist der Berg, wo die hier immer drauf chillen und snipen wie Sau und dann, ach, das ganze Spiel hier zumindest bei diesen drei Hauptpunkten so ziemlich zum Erliegen bringt. Kopf da oben, sind welche. Einen haben wir, den anderen nicht. Immerhin Hilfe ein bisschen. Oh, da liegt der einfach dämlich in der Gegend rum. Den haben wir auch. Hey, King Ragnar, ja, da übertreibt es aber einer überhaupt nicht mit dem Namen. Oh, ich glaube sogar. Schnappen wir uns die mal. Hallöchen, wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Ich sehe gerade keinen. Alter! Bäm! Die sind schon gar nicht mehr von uns. Da habe ich schon gar nicht mehr drauf geachtet. Die waren wahrscheinlich schon vorher nicht mehr von uns. Irgendwie war ich der Meinung, dass die wieder mit voll vielen Leuten hochgegangen sind und die alle von uns gewesen sind. Geil. Da haben wir aber immerhin aus der Hüfte hier noch einen mitgezwirbelt. Der wird sich ärgern. Obwohl, auf die Distanz hätten wir wahrscheinlich auch mit einer normalen großen Sniper, also die man selber auswählen kann, auch mit einem Schuss getötet. Komm. Sieht gut aus. Den nehmen wir den gleich wieder weg. Dann haben wir nämlich auch wieder genauso viele Punkte immerhin wie die. Wie die Gegner. Das ist ja schon mal ganz herrlich. Da kommt einer. Komm. Oh, der fliegt schön konstant. Die muss sitzen. Die sitzt. Und Schüssikowski. Und der schmiert doch ab. Na gut, die zweite S-Roll, die hätten wir uns schenken können. Ist egal. Wir haben sie insgesamt da, glaube ich, einigermaßen vertrieben. So soll es ja auch sein. Dann können wir am besten auch nochmal gleich weiter zu C. Ja, ich will markieren. Ich bin aber kein Squad-Leader. Das heißt, wir müssen da einfach so hinrennen. Oh, sehr geil. Genau so will ich das sehen. Das sind gute Squad-Leader. Wer ist ein Squad-Leader? Ach, immer noch Logic. Ja, natürlich. Der war auch letzte Runde ja schon Squad-Leader. Sehr schön. So mag ich das. Und natürlich, liebe Grüße an dieser Stelle, falls ich das nicht schon gesagt habe. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher. Das ist, glaube ich, jetzt schon die dritte oder vierte Runde, die wir jetzt in der Session hier gerade spielen. Insofern, naja, ne? Kann man da auch schon mal ein bisschen durcheinander machen. Oh, dahin sind sie. Komm, lass uns. Den kriege ich nicht mehr. Schade. Bleiben wir mal ein bisschen jetzt erstmal bei der Glock. Wo seid ihr? Oh, da oben seid ihr. Will der uns hier eiskalt mit dem Raketenwerfer abschließen? Die Saudi. Da war kein Fahrzeug oder sonst was im Hintergrund. Die haben hinter nichts versteckt. Ja, das sind die Raketenkills, weil ich mir denke. Noob. Aber gut. Oh, zwei Leute. Schön. Beide. Ja. Aber mittlerweile muss man irgendwie auch fairerweise sagen, hat man sich ja fast dran gewöhnt. Also seit Modern Warfare 2. Oh, hallo. Wo fliegst du denn hin? Willst dir doch nicht einfach uns von oben angreifen. Ja, seit Modern Warfare 2 hat man sich ja irgendwie ja schon dran gewöhnt, dass es eigentlich ja Noob Troop so ein bisschen fester Bestandteil ist. Und ja, auch wenn ich selber Noob Troop irgendwie als voll die Noob-Scheiße empfinde, muss ich ja wiederum immer fairerweise dann auch irgendwie Plädoyer dafür einlegen, dass wenn ein Spiel irgendwie sowas zur Verfügung stellt, dann ja, dann kann man es halt auch nutzen. Oder es gibt natürlich Serverregeln. Dann ist es auch wieder in Ordnung. Dann geht das klar. Ich meine, man bezahlt hier sogar relativ viel bei Battlefield für so einen Server. Insofern finde ich, wenn man dann da auch Regeln aufstellt und so, dann sollte das auch irgendwie so eine sehr, sehr eigene Sache sein. Deswegen sollten oder wünschen sich ja auch die meisten Admins so von dem, was ich so gelesen habe. Wo ist der denn hin? Der war doch hier die ganze Zeit noch einer. Wo ist der denn? Da ist er. Ja. Ich meine, die meisten Admins wünschen sich ja durchaus auch mehr noch Mitspracherechte, beziehungsweise halt mehr Veränderungsmöglichkeiten. Den müssen wir doch, ja, kriegen. Insofern, ne, ist es dann halt auch immer so der Punkt. Da gibt es ja nur noch einige Varianten, wo es ja dann noch Sniper-Limits gibt. Und ich glaube, auf Oaks gab es früher, glaube ich, auch ein Sniper- und DMA-Limit. Ich glaube, von 5 oder 6 pro Seite oder sowas. Was auch wirklich gut war. Also, was dem Spiel deutlich gut getan hat, gerade auf den offeneren Maps. Wenn man dann, ich meine, es gibt nun mal in der Regel nicht so viele Fahrzeuge, dass bei 64 Mann wirklich alle mit Fahrzeugen spielen. Und wenn man dann einen Haufen Sniper hat, ist immer so der Punkt, ja, dann ist man als Infanterist teilweise doch immer sehr am Arsch. Deswegen finde ich das ganz cool, dass sie dann doch dafür gesorgt haben, dass man da als Infanterist noch eine gewisse Chance hat. So, jetzt haben wir uns natürlich doch schon irgendwo mit verraten. Was? Kein Empfangskomitee? Jetzt hätte ich schon gedacht, dass die Leute... Oh, den haben wir. Puh, der kam aber auch nicht von der Hauptinsel. Also hier von der Insel, wo wir sind, meine ich. Wo sind sie denn alle hin? Wo sind sie denn? Da ist er. Lass uns... Oh Gott, es hat angeschossen. Oh, lass uns in Ruhe. Den haben wir. Oh, da ist noch einer. Schade. Da haben wir aber auch erstmal mit der Glock nicht wirklich gut gespielt. Ich wollte gar nicht schreiben. Ich wollte eigentlich nur... Na ja, gut, okay. Ja, sehr geil. Oh, Alter, da hat er doch tatsächlich... Jetzt müssen wir ihn heilen, Die haben seine Sachen aufgenommen, wir wurden gekillt. Schade. Ah, die Heli-Scheiße. Hier mal wieder die Heli-Scheiße. Also ich meine, das ist okay. Ich meine nur, das ärgert mich teilweise. Das ärgert... Oh Gott, den haben wir sauber... Och, und da wurden wir gleich wieder gekillt. Was für ein Spawn.
Was für ein Spawn. Keiner, der uns heilt. Keiner. Na gut, ich will mich nicht beschweren. Ich meine, wir sind hier selber auch nicht Medic. Und da stürzt das ganze Gebäude gerade ein, so wie es aussieht. Sehr geil. Den haben wir noch. Alter, das ist ein schöner Spawn. Genau, das ist ein schöner Spawn. So, dann kämpfen wir uns jetzt mal wieder hier hin. Und nehmen erstmal entspannt wieder den Punkt ein. Na, kommen davon welche? Schon gucken, ob die Nate was macht. Nö, aber dem rennen auch schon so viele Leute entgegen. Ich glaube, das können wir dann auch soweit erstmal belassen. Ja, ist jetzt die Frage. Ich meine, jetzt halten wir eine ganze Menge Punkte. Wohin wollen wir? Oh, hier ist es. Oh, sehr schön. Na, ja, sauber. Dann fahren wir nämlich auch wieder raus zu dem komischen... Was ist denn, soll das eigentlich sein? Das sieht halt irgendwie fast Charakter einer Ölplattform oder sowas. Oder wenn wir mal ein bisschen hinstreizen, vielleicht kriegen wir da ja hier noch ein, zwei Leutchen. Vielleicht kriegen wir sogar den Punkt. Ich meine, hier scheint auch wieder der Heli ist da unterwegs, habe ich auch schon gesehen. Also, naja, gut. Ja, diesmal schreiben wir ein bisschen früh auf, machen nicht ganz so viel auf uns aufmerksam. Wo seid ihr? Zeigt euch. Okay, hier scheinen erstmal keine zu sein. Da rechts im Haus sind, glaube ich, welche. Das heißt, wir versuchen mal, das Ding vielleicht sogar zum Einsturz zu bringen. Schicken wir da nochmal eine Rakete rein. Nee, scheint nicht so viel zu passieren. Oh, hinter uns. Komm. Komm, wo seid ihr? Hallöchen. Dich haben wir. Dann rauchen wir hier mal weiter rum. Ach, das ist schön, diese Vorderkante hier. Da hat man immer so einen leichten Schutz noch mit dazu. Das gefällt mir. Muss doch noch einer sein. Wo ist er denn? Da ist er. Den haben wir. Sauber. Okay, dann gehen wir auch gleich wieder runter und nutzen diese Kante mal weiter. Aber wir nehmen den Punkt weiter nicht ein. Ah, da vorne, da rennt noch einer. Den müssen wir noch einigermaßen... Oh, der hat nicht mehr viel Leben. Da waren normale Treffer und ein Header dabei. Der darf dürfte echt nicht mehr viel Leben haben. Na gut, dann stürmen wir das Gebäude hier einfach mal. Oh Gott, jetzt werden wir beschossen. War es das? Nee, es sieht gut aus. Ich glaube, wir kommen weg. Schnell ins Gebäude rein. Aber jetzt wissen sie endgültig, wo wir sind. Das ist nämlich fast genauso schlimm. Na, ist hier eben auch nicht. Okay. Aber da ist einer. Den müssen wir doch kriegen. Den kriegen wir. Ah, okay. Ist in Ordnung. Da drüben hockt der nämlich. Ich sehe es. Der ist ganz, ganz oben drauf. Können wir nicht so viel machen. Jetzt wären wir hier noch von woanders beschossen. So eine Gemeinheit. Komm. Was? Wieso hat er nicht gezeckt? Der war genau drauf. Naja gut. Schauen wir mal, ob wir von hier aus noch ein bisschen was machen können. Zwei Raketen haben wir noch. Gucken wir mal. Da hinten ist ein Boot. Das ist doch gestrandet. Och, da kam jetzt doch einer hoch. Ehrlich sag ja, das ist das Problem, wenn man einmal irgendwie gespottet wurde. Dann rennen die Leute zu einem hin und dann hat man irgendwie ja keine ruhige Minute mehr. Muss eigentlich ständig seine Position wechseln, um nicht drauf zu gehen. Aber ja, es hat geklappt. Okay. Ich meine, immerhin haben wir da ein bisschen für Furore gesorgt und wahrscheinlich eine ganze Menge Leute gebunden und halt auch gekillt. Na, wo ist er hin? Ne, wir haben ihn nicht vergessen. Da ist er. Oh, die arme Sau, da wollte er sich gerade nochmal hochheilen. Aber ist ja in Ordnung. Rennen wir aber auch gleich weiter zu Emil. Ist auch schon markiert. Sauber. Sehr schöne Squad-Leader-Arbeit hier. Rennen wir rüber. Jetzt bloß nicht. Das ist die letzte kritische Stelle. Was sagt die Nate? Die Nate sagt nichts. Sind da noch welche? Da hängt er drin. Hat er gut geschossen. Ach, da hinten auch noch einer. Das waren zwei, die auf uns geschossen haben. Deswegen. Naja gut, kann man auch nichts machen. Vielleicht ist ja noch unser Squadmate da und wir können einfach dazu joinen. Aber zu ihm können wir... Oder wir nehmen nochmal ein Kampfboot und fahren nochmal ein bisschen außen lang. Ja, diesmal nehmen wir den rechten Punkt. Fahren wir den mal ruhig an. 9 Tickets. Ach, die haben nur noch 9 Tickets, die anderen. Ach, schade. Hätte ich das früher gesehen, dann wäre ich nicht ins Boot eingestiegen, sondern versucht direkt irgendwo noch ranzuspawnen. Aber egal, dann nehmen wir mal den Punkt da hinten nochmal mit ein. Gehört hier auch dazu. Komm, fahren wir näher ran. Vielleicht chillt hier ja noch einer. Manchmal hat man hier ja so Vögel, gerade so Ingenieure, Pioniere, die ja doch dann versuchen, irgendwie den Luftraum einigermaßen zu klären mit einer Anti-Air-Mine und sonst so einem Scheiß. Aber, ja. Habe ich da hinten was gesehen? Nee, glaube ich auch nicht. Aber es ist auch vorbei. Jetzt, da war gerade einer. Habe ich noch einen gesehen. Ich weiß auch nicht, ob der gerade noch gespawnt ist. Aber wir haben das Ding recht souverän gewonnen. Hier gibt es natürlich auch ein fettes GG. Und danke natürlich an euch da draußen beim Nachschauen. Und ansonsten sage ich mal auch, das reicht einfach für heute. Und dann hoffe ich, dass wir uns das nächste Mal sehen.